So, ich habe jetzt erst irgendwie mitbekommen, dass wir einen Text ohne Wertung machen und erst nachher den Text mit Wertung. Und jetzt musste ich erstmal überlegen, was ich mache und was ich so im Stegreif da habe. So, ich versuche es mal zusammenzukriegen. Mal gucken, vielleicht geht das auch ab. Nicht so richtig. Gut, den habe ich ziemlich lange nicht gemacht. Den Text, den ich zum Thema geschrieben habe, mache ich aber erst in der nächsten Runde. Also schaue ich mal, ob ich den noch zusammenkriege. Der moralische Niedergang. Ein Aufgang im Untergang. 4 Flaschen Cola, Chips und vitaminloser Salat. So standen sie vor mir im Supermarkt. Ihren ungesunden Lebensstil sah man ihnen bereits von Weitem an. Das untierischste Fleisch landete im Einkaufswagen. Fleisch, das alles außer Tier sein kann. Und wieder mal kotzt mich diese Gesellschaft abartig an. Ist der Schlechte ein Gerechter? Nun, er weiß um die nackten Fakten. Ist der, der dem Nutztier in die Augen sehen muss und setzt dann seinem angsterfüllten Leben den Schluss. Der Bolzenschuss, ein Kopfschuss, der Todeskuss. Doch an der Kühltheke geht's halt dazu. Da kauft ein jeder, da kaufst auch du. Das Leben der Tiere ist dreckig gewesen. Voll Angst, voll Bedauern, des Fleischwahnes wegen. Der Schlechte, der barbarische Mann, zündet die Reste des gewesenen Lebens an. Doch der Endkonsument, der was da lebte, nicht kennt, ist der wahre Barbare und tötet alles Wahre in der augenlosen Fleischauslage. Das Schlachten im Massenbetrieb ist eine hässliche Sache. Es leiden die Wesen, es klingelt die Kasse. Bewusste Blindheit, denn keiner will's sehen. Doch Fleisch muss 2x täglich auf dem Speiseplan stehen. Was häufig ist, muss billig sein. Alles versteckt sich unterm Kleid der wirtschaftlichen Notwendigkeit. Doch beim Metzger deines Vertrauens, bei dem ist das anders. Der kennt sich aus, der achtet auf alles. Da musst du dir nicht den Kopf zerbrechen, Schwachsinn überhaupt drüber zu sprechen. Da musst du dir nichts denken, das Gespräch kannst du dir schenken. Qualfleisch, bloß Gerüchte, alles von Vegetariern inszenierte, wildgestreute Lügengeschichten. Die Schweine fressen sich nicht lebend, gegenseitig lebend auf. Die Hasen nicht ihrer jungen Ohren, weil der Platz in der Box sonst einfach nicht reicht. Noch nie einen Sonnenstrahl gesehen, zum Ausbluten geboren. Ihr habt es nicht gesehen, weil ihr es nicht sehen wollt. Ihr kauft doch Bio und dass es so etwas irgendwo gibt, ist sicher nicht eure Schuld. Da müsste man sein Verhalten ändern. Dann müsste man schließlich im eigenen Leben Abstriche ziehen. Aus Theorie macht Praxis am eigenen Leib recht unbequem. Denn ja, Abstriche, die sind selten schön. Von Höfen unser Fleisch zu beziehen, ist einfach zu mühsam. Zu persönliches Austauschverfahren, reale Information konsumierter Waren und schlussendlich zu teuer. Teilnahmslos, das ist geheuer. Wir sind alles ungeheuer, weil wir es zulassen, dass Nutztiere gepfercht in Massen seelisch verendet ihr Leben lassen, blutend, schreiend, leidend. Während sie ihre einzigen 100 Tage sekündlich hassen, stehe ich hier und kann es nicht fassen. Die Art der Nichtbetäubung, die Art der Zwangsbestäubung, die Artenqual, ein Humanskandal, das Artenknechten, in guten Zeiten, nicht in schlechten. Die Art des Niederganges ist moralisch verfroren und weil man die Menschheit daran messen kann, ist es fragwürdig dann, wie die überragende Spezies doch so gering entwickelt sein kann. 4 Flaschen Cola, Chips und vitaminloser Salat und tierloses Fleisch, das tierloseste seiner Art. Dankeschön.